Genau, add task, metal, smart object, so. Und wir kriegen immer mehr erwachsene Hunde hier oben. Sehr gut. Was macht die Mauer hier? Die ist auch fast fertig. Finde ich auch gut. Dann müssen wir nämlich als nächstes... Also erstmal... Okay, langsam nervt's mich. Erstmal müssen wir irgendwo, am besten hier wahrscheinlich, nochmal upstairs hinbauen, weil hier habe ich ja nur downstairs hingemacht. Und die sollen da auch so schön bleiben. Was fliegt da bitte rum? Achso, das ist der Kennel, der gebaut wird, der Zwinger. Ah, eine schöne rote Fläche. Okay, dann geben wir mal Designation. Upwards der wollte ich. Das ist U. Shift-Taste. Ja, irgendwas ist gerade komisch. So, ich darf nicht mal die Shift-Taste drücken, weil sonst springt mir das der Maus, der Zeiger irgendwo hin. So. Und dann gehen wir eins höher und machen dort Downward Stairs. Gut. Up and down. Okay. Damit sind schon mal die Treppen ausgewählt. Meine Miner sind am Minern. Dum-dum. Gehen wir mal in unsere Haupthalle. Da ist alles okay soweit. Was sagen die Türen? Die sind immer noch nicht ganz fertig, aber das ist schon die zweite Ladung Türen. Okay, das heißt, wir können die von der ersten Ladung wieder welche platzieren. Nicht da. Sondern hier. So. So, hier sind alle platziert. Hier würde ich gerne mal platzieren. Und zwar hier. Und hier drüben. Hier nicht unbedingt. Obwohl doch, platzieren wir mal auch hier Türen. So, gehen wir ganz runter wieder. Und das ist eins zu viel gewesen. Türen. Machen wir mal die Räume hier zu, vor allem hier in Richtung unseres Friedhofs. Hier auch. Und hier auch. Hier ist schon überall. Und hier brauchen wir erstmal nur auf der einen Seite. Gut. Zeug eingeschmolzen wird. Yep, du meldest Objects, du machst Charcoal. Und die Alt-Taste macht es irgendwie genauso. Wenn ich das Fenster kurz verlasse und wieder reingehe. Ah, jetzt geht's wieder. Kurz aus dem Dwarf Fortress Fenster getappt. Jetzt macht er wieder ganz normal. Gut. Meine Jungs sind wieder im Dienst. Jedenfalls die einen. Die anderen haben jetzt Pause. Was liegen da für Kisten in dem Zeug? Noch mehr Zeug.
Oh, nebenbei, da fällt mir ein. Ich habe hier ein tolles Cabinet bekommen. Build. Cabinets waren die hier. Build Cabinets, und zwar Aegis Rimmat. Das kommt bei meinem Leader ins Zimmer. Ins Schlafzimmer, um es noch opulenter zu machen. Und mein Leader hat ein Bucket auf seinem Tisch liegen. Auf seinem Stuhl, ja. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Steine werden immer weniger, die hier rumliegen. Nur meine beiden Zwerge sind ertrunken. Ach, ja. Habe ich schon Slabs? Nein, habe ich noch nicht. Die werden dann, glaube ich, auch hier gemacht. Ja, Rock Slab und Rock Slab. Wir hatten nämlich schon mal einen Geist und ich möchte nicht unbedingt nochmal einen. Wir haben zwei Buckelhasen oder Backwevits, Eimerhasen, wie auch immer. Und wir haben einen verlorenen Farmer, den müssen wir wahrscheinlich auch noch engraven, damit er nicht bei uns rumspukt. So, wir haben Charcoal, jede Menge Charcoal. Gut. Wie sieht es mit Trinken aus? Trinken sieht gut aus. Ich würde mal sagen, ihr beide cancelt mal euren Task, weil ich habe so das Gefühl, dass schon wieder viel zu viel Trinken genau in euch, in euren Stock, in euren Workshops gelagert ist. So, Steine kommen weg. Was sagt die Mauer hier oben? Fast fertig. Hier ist bestimmt nicht alles Gabbro. Nein, hier ist auch viel Silt, also viel Erde dazwischen. Und hier? Hier auch. Hier müsste aber in dem Bereich alles Gabbro sein, oder? Gabbro Cavern, Gabbro Gabbro. Und auch alles Gabbro. Jupp. Ich sollte einfach einen Smooth-Befehl geben, dass man sehen kann, was Stein ist und was nicht. Aber dafür will ich warten, bis die Mauer oben fertig ist. Und wir bekommen immer mehr erwachsene Hunde. Needs Animal Training Small. Achso, habe ich bei meinem Animal, wenn er noch überhaupt noch lebt, dem überhaupt gesagt, dass er auch Kleidetiere trainieren soll. Expo pur Hauler, 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 Hauler. Expos. Expos im Dienst. Ihr seid als Hauler Kinder. Ne, wenn, dann muss er ziemlich weit oben sein. Gibt's doch nicht. Ah, suche ich ihn im Therapist schnell. Dum, 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 dum. So, Animal. Du machst Animal Training. Small Animal Dissection. Genau, das müsste es sein. So, übernehmen. Und dann müsste der dann das Ding bauen. So.
Gut. Was machen wir in der Zwischenzeit? Beim Augenblick läuft alles, wir müssen halt nur jetzt Geduld haben. Bis die Mauer fertig ist, erst einmal. Werden wir mal kurz gucken, was sagt der Smelter? Der sagt, wir haben alles geschmolzen, was geschmolzen werden soll. Stocks. Gucken wir mal kurz, vor allem bei den Weapons. Nö. Kupferhammer, Bronzehammer, die Crossbows, die sind noch nicht geschmolzen. Dabei haben wir doch noch genügend Charcoal. Needs Mad Designated Items. Die müssten hier rumliegen. Hier in der. Was? Ach so, das ist Water Skin Quiver. Finish Goods. Du bist gar nicht da, du bist der Rüstungsstockpile. Du bist der Richtige. Da liegt eine Kupferpicke, Iron Bolts. Iron Bolts. Nö. Wo zum Geier sind diese Waffen? Sag bloß, die sind alle verboten. Nein. Verboten? Nein. Zoom? Ah, die sind unerreichbar. Weil sie in dem Weapon Bin liegen. Und ich kann den nicht reclaimen. Und das, obwohl er mitten auf der Rampe liegt. Das hat mal sehr gut geklappt. Was hat der andere Zwerg denn dabei? Hat er auch irgendeinen Bin dabei? Nö. Ah, toll, ist toll. Echt toll. Du kannst nichts einschmelzen, weil alles im Wasser liegt. Haben wir schon Slabs wenigstens? Nein, haben wir immer noch nicht. Weil noch Türen und andere Sachen im Auftrag sind. So, haben wir die Mauer fertig? Nein, haben wir auch nicht. Ach, auch gut. Was sagt mein Holzvorrat? Der sieht noch gut aus. Was sagt jetzt mein Kohlevorrat? Shields Bucklers, der müsste unter Bars zu finden sein. Blelele, Bars. Charcoal 15. Iron Bars, Steel Bars, Pick Iron Bars. Dann werden wir aus Kupfer und Stahl eben Sachen machen. Also. Du machst bitte Weapons Ammunition, Stahl. Stahl Battle Axes. Solange du Material hast. Und du machst Kupfer Battle Axes.
solange du Material hast. Gut. Ja.